Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Dublin sagt der irische Regierungschef, die Gewalttäter hätten Schande über Irland gebracht und würden mit aller Härte des Gesetzes bestraft. 34 Personen wurden nach den Krawallen festgenommen. Leo Varadkar erklärte: Those involved brought shame on Dublin, brought shame on Ireland and brought shame on their families and themselves. These criminals did not do what they did because they love Ireland. They did not do what they did because they wanted to protect Irish people. They did not do it out of any sense of patriotism, however warped. They did so because they're filled with hate. They love violence, they love chaos, and they love causing pain to others. Nach einer Messerattacke, bei der auch 3 Kinder verletzt wurden, lieferten sich offenbar vor allem rechtsextreme Hooligans mit Slogans wie Irish Lives Matter Straßenschlachten mit der Polizei.